In diesem Video wollen wir kurz zeigen, wie man ein Schülerpasswort auf dem Letto-Server sehr komfortabel zurücksetzen kann. Nach erfolgreicher Anmeldung am Letto-Server wählen wir im Navigationsbereich hier Benutzer. Wählen dann hier das Schuljahr, die Abteilung und die entsprechende Klasse und können jetzt hier mit der Eingrenzung Schüler nach den Schülern eben aus dieser Klasse suchen. Wählen den entsprechenden Schüler aus und können hier jetzt dann das Passwort neu setzen und das Neusetzen hier mit Passwort setzen letztendlich dann auch durchführen. Natürlich ist es auch denkbar, für mehrere Schüler das Passwort gleichzeitig auf ein bestimmtes Passwort zurückzusetzen. Das Passwort, das vergeben wird, ist ein temporär gültiges Passwort und muss beim ersten abermaligen Wiederanmelden am Letto-Server vom Schüler oder der Schülerin wiederum neu gesetzt werden. Um das Schülerpasswort zurückzusetzen, könnte man alternativ auch so vorgehen. Im Bereich Konfigurieren, Benutzer, nach dem Schülernamen suchen, die Eingrenzung Schüler wählen und auf den Suchen-Button drücken. Den Schüler wählen und dann hier ein temporäres Passwort vergeben und mit Passwort setzen letztendlich das neue Passwort setzen und auch durchführen.